Was geht ab, Leute? Zane ist wieder da mit einer neuen Folge Let's Play Alien Nation. So, was ist denn die nächste Mission, die wir machen müssen? Hier. Barrow of Alaska. Ne, da waren wir schon mal. Portal Crasher. Die Xenos stürmen Barrow über ein gigantisches Portal, das aus einem Haufen elektronischer Diffusionsrezeptoren gebaut wurde. Was auch immer sie hierher beamen wollen, es muss riesengroß sein und es bleibt nicht mehr viel Zeit. Unsere einzige Hoffnung ist, irgendwie die Kontrolle über das Portal zu erlangen. Ja, gib doch mal zu denen hin. Das Portal holen wir uns. Kein Problem. Denn ich bin Jean-Claude Van Damme. Mann, das beste Tag-Team im Wrestling-Business. Jean-Claude Van Damme und John Cena. Jean-Claude Van Damme Dance. Da, 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 da. Mau, mau, mau. Boom, da, boom, da, boom, da, boom. Whoa. Artillerieschlag. Boom. Zack. Warum hab ich schon so? So. Ausgetrickst, Bert. Das ist der Jungle von Dan Dance. Boom. Irgendwie dieser Schlag hat so eine kleine Verzögerung. Das heißt, man schlägt einmal rundherum, dann dauert es kurz, bis die Gegner wirklich Schaden bekommen. In der Zeit machen sie einem immer Schaden. Ui, Raketenwerfer. So. Was? Cool, man kann die Tür schließen. Das ist eigentlich lustig. Kann man seine eigenen Teammitglieder schon trollen. Jump, Lüpp und Dam Dance. Yes! Da schnetzelt sich sehnlich die Gegend. Boah, 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 ich will rein. Bam! Bam! Trr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 r
Das ist jetzt ein bisschen Overkill, aber hey, lila Waffe. Oh, noch eine Waffe. Wartet auf mich. Wartet auf mich. Wartet auf mich, wartet auf mich, wartet auf mich. Die Gegner schon trollen. Hallo Schwester. Hä? Ich war unsichtbar! Das ist knapp, ey. Zum Glück habe ich die immer wieder belebt. Ja, und sie mich zum Glück auch. Ui, Goliath. Alle Gegner im Gebiet beseitigen. Achso, ja, wir müssen ja eh alle töten. Nee. Solche Mission mag ich. Einfach nur schnetzeln. Nicht viel nachdenken, einfach schnetzeln. Hä, wie komme ich denn da hoch? Oh shit. Beeilt euch! Rettet uns! Rettet mich auch jemand? Ja. Ich darf auch gerettet werden. Thank you.
Bam! Wow! Phew. Was ist? Wir sind hier durch, oder? Oh shit. Whoa. So. Das Portal schießen wir nicht. Ja. Was ist? So hat Spaß gemacht. Einfach rein, Artillerieschlag raus. Ich bin mal gespannt. Ich glaube, ich habe die meisten Leute wiederbelebt. Ah, okay, ein Helikopter rufen. Ich mache viel bessere Hubschraubgeräusche als das Spiel. Elf Minuten 56. Boah, das ging ja rasant. Ja, ich bin am wenigsten gestorben und ich habe die meisten Leute wiederbelebt. Aha, der Tank. Ich glaube, das ist dann die letzte Mission, oder? Jetzt gucke ich erstmal Verbesserungen, Ausrüstung, Primärwaffe. Was hat man denn da Schönes, Neues? Weg, weg, weg. Verbessern. Schwere Waffen zum Da. Weg, 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 weg. Den rüsten wir aus. Der kommt weg. Ausstattung. Gewöhnlich, ungewöhnlich. Den kann ich halt aufbessern, denn hier halt nichts. Ja, dann verbessere ich erstmal meine Plasma-Schrotflinte. Ausrüsten. Weg. Ja. Verbessern. Lassen wir mal so. Die Primärwaffe können wir noch verbessern. Und zwar Schaden. 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 Jo.
Besser mit uns den Boomerang. Mit Schaden und Schaden. Wir machen einfach mehr Schaden. Mehr Schaden ist immer gut. Naja, ich habe ja keine Farben freigespielt. Ja, gut. Ja. Ich habe keine Fähigkeiten frei. Okay. Aha. Kraftkernstufe 1. Geborgen werden sie. Meistens wird es im Kern werden zur Verbesserung von Ausstattung verwendet. Aha. Okay, jetzt habe ich mein... Können nur für Waffen verwendet werden. Sie steigern die kritischen Trefferchancen und aktivieren den Bonus in jeder Sockelfarbe. Ah, okay. Energiekern. Energiekerne vergrößern die Waffenmagazine und erhöhen die Nachladerate. Aha. Boostkerne steigern die Feuerrate von Waffen und die Wirkungsrate zu einsetzbarer Ausstattung. Okay. Kraftkerne wirken Schaden sowohl... Okay. Ja gut, muss man auch erstmal sehen. Abgeschlossene Story-Mission, 8 von 20. Huh. Und dauert ja noch eine Weile. So, ich glaube, Monster haben auch keine neuen mehr. Nö. Gut, dann war es auch für diese Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein, wenn es wieder heißt Let's Play Alienation. Bis dahin wünsche ich euch viel Spaß und haut rein.